Hallo und herzlich willkommen bei KIT 21. 7 Tage, 7 Fragen, 7 Formate. Ja, ich bin heute wieder am KIT, also einer der Exzellenzuniversitäten in Deutschland, wo Spitzenforschung betrieben wird. Und die wollen wir uns diese Woche ja ein bisschen genauer anschauen. Ich begrüße ganz herzlich bei uns die 12. Klasse vom Otto-Hahn-Gymnasium in Landau. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und natürlich auch alle ZuschauerInnen bei uns im Livestream. Ja, ich bin heute am KIT, nämlich auf dem Campus Nord. Und ihr seht es wahrscheinlich alle schon im Hintergrund, ich bin hier in einem der chemischen Labore. Und wie es hier genau aussieht, das wollen wir uns in einem kleinen Einspieler mal anschauen. Ja, jetzt habt ihr ja schon mal gesehen, wie es hier aussieht. Jetzt wollen wir uns mal genauer anschauen, was wird denn hier eigentlich alles gemacht? Was sind so die Forschungsthemen, die hier bearbeitet werden? Und dafür habe ich heute 3 Gäste und ich freue mich sehr, dass sie da sind. Und ich möchte sie jetzt euch ganz gern kurz mal vorstellen. Als erstes dürfen wir uns bei uns begrüßen, den Henrik Tappert. Er hat seinen Bachelor und Master in Chemie am KIT gemacht.
Und ist seit März wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für organische Chemie und erforscht da organische Halbleiter. Dann dürfen wir bei uns begrüßen die Jasmin Seibert. Auch sie hat ihren Bachelor und Master in Chemie am KIT gemacht und ist seit November 2020 jetzt schon am Institut. Sie erforscht OLEDs. Und dann haben wir noch als Drittes die Gloria Hong. Sie hat ihren Bachelor und Master in München, in Berlin und Israel gemacht und ist schon seit 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam mit euch, und ihr seid herzlich eingeladen, alle Fragen, die ihr jemals schon hattet zum Thema Chemie oder auch zum Thema, auf das wir jetzt gleich kommen, ihr dürft gerne alles fragen. Und wir wollen uns jetzt anschauen, das Thema die Chemie hinter OLEDs und Solarzellen. Und ich gebe jetzt direkt ab an den Henrik. Viel Spaß. So, dann hallo auch von mir und von den Vortragenden. Ich fange an, euch zu erklären, was sind Solarzellen, warum wollen wir Solarzellen, wie können wir als Wissenschaftler daran arbeiten. Deswegen erkläre ich euch erstmal, also ich lasse euch einsteigen mit einer kleinen Frage, wo ihr mal ein bisschen mitraten könnt. Welchen Anteil hat eigentlich Solarstrom, den wir aus den Solarzellen bekommen, am Nettostromverbrauch von Deutschland? Also irgendwelche Zahlen zwischen 0 und 100%, die euch realistisch erscheinen. Sorge. 7% hätte ich geschätzt. 7%? Okay. Noch eine zweite Meldung vielleicht. 7% ist schon mal nicht schlecht. Zettel kann ich nicht lesen, dafür ist der Bildschirm zu klein, sorry. Wir hatten noch einmal 10%. Oh, 10%, sehr schön. Weil 10% ist nämlich auch ziemlich nah dran. Ich habe hier die Daten von Deutschland 2020. Dabei wäre der Solarstrom 10,5%. Was ihr auch ganz gut sehen könnt, ist an der Grafik die rechte Hälfte, das ist vollständig erneuerbare Energie. Die linke Hälfte sind immer noch fossile Brennstoffe. Was wir natürlich haben wollen, was wir verbessern wollen, ist, wir wollen die Anteile der erneuerbaren Energien erhöhen. Und deswegen wollen wir, die an Solarzellen arbeiten, diese 10,5% natürlich deutlich erhöhen. So, was dazu auch noch wichtig zu sagen ist, das ist Deutschland und es ist nur die Stromerzeugung in Deutschland. Wenn man das Ganze sich in einem anderen Kontext anguckt, also wir sehen, es steigt in Deutschland, es steigt auch in der Welt, aber wenn man die ganze Welt sich betrachtet und nicht nur die Stromerzeugung, dann sieht das so aus. Da ist der Solarstrom, da. Diese kleine, gelbe, schmale Streifen. Weil gerade für Transport und sowas wird halt viel noch für fossile Brennstoffe verwendet, auch was Schwellenländer angeht, China und sowas wird gerne noch mit Kohle und sowas gearbeitet, deswegen wollen wir es als Wissenschaftler schaffen, dass wir effiziente, gerne benutzte, haltbare Solarzellen schaffen, die sich einfach durchsetzen können. Um herauszufinden, wie verbessern wir unsere Solarzellen, müssen wir natürlich erstmal wissen, wie ist so eine Solarzelle aufgebaut. Das, was ich euch hier zeige, ist erstmal ein schematischer Aufbau. Was wir sehen, sind wir sehen zwei Elektroden, einmal eine metallische ganz oben und einmal eine transparente Elektrode in hellblau, weil wir können eine Solarzelle natürlich nicht von beiden Seiten lichtundurchlässig machen. Dann, was wir auch immer noch haben, ist Glas als Verkapselung, auch lichtdurchlässig dann natürlich. Und in der Mitte haben wir hier in Rot eine Absorberschicht, deren Aufgabe ist es, dieses Sonnenlicht eben zu absorbieren und dabei eine Ladungstrennung zu erzeugen, also eine Spannung, die wir halt für den Strom nutzen können. Was wir dann noch haben, sind eine gelbe und eine grüne Schicht, die beiden Halbleiterschichten, einmal ein Lochleiter, einmal ein Elektronenleiter, der eben dafür sorgt, dass unsere Ladung jeweils an die gewünschte Elektrode kommt. Weil wenn die beiden Ladungen wieder gemeinsam in eine Richtung wandern würden, hätten wir keine Spannung, hätten wir keinen Strom. Das ist auch für eine Solarzelle wichtig. So, wenn ihr als Klasse jetzt zum Beispiel die Aufgabe bekämt als Wissenschaftler, ihr sollt die Solarzelle verbessern. An welcher von diesen Schichten würdet ihr ansetzen? Das metallische? Das metallische, die metallische Elektrode.
Das ist tatsächlich relativ uninteressant für uns, weil die metallische Elektrode ist einfach ein Metall. Die leiten alle ungefähr gleich gut, da kann man auch nicht großartig was verbessern. Das sind einfach Metalldrähte. Haben wir schon mal ein bisschen eingeschränkt. Wir hatten noch einmal den Vorschlag von der Absorption. Die Absorberschicht. Genau, die Absorberschicht ist zum Beispiel interessant. Und dann gibt es noch zwei Schichten, die interessant sind. Vielleicht hat man es auch schon ein bisschen gehört, so wie ich drüber geredet habe eben. Oder vielleicht, wenn ihr aufgepasst habt bei meiner Introduction, woran ich arbeite zum Beispiel. Ja gut, machen wir es nicht so spannend. Die umgebenden Schichten, die beiden Halbleiterschichten, die Lochleiter und die Absorberschichten, weil die transparente Elektrode, da ist relativ viel Forschung am Anfang reingeflossen. Da hat sich aber ein Material eigentlich als Gewinner rauskristallisiert. Das ist das ITO, das Indium Tin Oxide, also Indium Zinnoxid. Das ist transparent, es leitet gut und erfüllt die Aufgabe eigentlich so gut, wie man es haben möchte. Deswegen ist das, woran wir uns konzentrieren, die drei mittleren, also der Absorberschicht und die Halbleiterschichten. Das Ganze ist mit der Absorberschicht zum Beispiel so. Momentan arbeiten fast alle Solarzellen, die ihr irgendwo seht, aufgebaut. Diese ganz klassischen, die man jetzt auch immer auf Dächern und so sieht, die arbeiten alle mit kristallinen Siliziumschichten als Absorber. Das sind 2019 noch 95% aller anderen Solarzellen genauso gewesen. Die Silizium-Solarzellen mit den Kristallen haben das Problem, die erreichen mittlerweile in der Forschung den physikalisch möglichen Effizienzgrad. Der liegt allerdings unter 40% noch und wir würden natürlich mehr von dem Licht gerne verwenden, das darauf einstrahlt, als nur 40%. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch an Dünnschicht-Solarzellen. Die haben zum Beispiel den Vorteil, dass sie halt nicht kristallin sind. Wenn man Kristall, ich meine, ihr habt ja auch in der Oberstufe zum Beispiel gelernt, Kristalle sind spröde, so, die kann man nicht biegen, die kann man schlecht verarbeiten. Und wenn da einmal etwas splittert, dann ist die Solarzelle auch kaputt. Deswegen Dünnschicht-Solarzellen, die sind ein bisschen flexibler. Da habe ich hier als Einstecktuch habe ich auch ein Beispiel mitgebracht, das also eine Dünnschicht ist. Und damit kann man halt das hier machen. Das kann man mit den kristallinen Solarzellen nicht. Das hat den Vorteil, dass man ihn zum Beispiel auf Handy-Rücken verwenden könnte oder in Dingen, die halt um irgendwas geformt werden wollen. Auch zum Beispiel, wenn man ein Auto in Zukunft mit Solarstrom vom Dach, das Dach ist halt nicht plan. Deswegen wollen wir etwas Biegbares. Das sind zum Beispiel die Dünnschicht-Solarzellen, auf denen gearbeitet wird. Und die Absorber, die dabei verwendet werden, sind zum Beispiel Perovskite. Das ist zum Beispiel auch der Fall in dem Projekt, an dem ich arbeite. Perovskit ist einfach eine bestimmte Art von Mineralstruktur, die unten links zu sehen ist. Das muss euch an sich jetzt nicht viel sagen, aber einfach alle Materialien, oder nicht alle, aber Materialien, die in dieser Kristallstruktur arbeiten und für Solarzellen nutzbar sind, sind Perovskit-Solarzellen. Das andere, woran gearbeitet wird, sind rein organische Solarzellen. Das wäre zum Beispiel so ein Molekül wie rechts in der Schreibweise, die wir Chemiker verwenden würden. Also, muss euch jetzt auch nichts sagen. Aber so sähe das ungefähr aus. Man hätte relativ ausgedehnte Elektronensysteme, die eben zum Absorbieren gut geeignet sind und zum Leiten geeignet sind. Und die anderen Sachen, die interessant sind, habe ich ja gesagt, sind diese Ladungsleiter. Die müssen prinzipiell nicht besonders kompliziert sein. Die müssen eigentlich nur zwei Sachen können. Die müssen irgendwie leiten und sie müssen präferiert eine Art von Ladung leiten. Also entweder eine negative Ladung leiten und die Löcher, also die positiven Ladungen, die übrig bleiben, wo eigentlich ein Elektron hätte sein soll, langsamer oder gar nicht leiten. Dann kann man sie als Elektronenleiter verwenden oder genau andersrum, dass man die positiven Ladungen schneller leitet als die Elektronen. Das wären dann die Lochleiter. Das ist zum Beispiel das, woran ich arbeite in meiner Doktorarbeit. Das, was wir rechts nebendran sind, sind zum Beispiel Beispielstrukturen, die solche Aufgaben erfüllen könnte. Das untere ist zum Beispiel was, was ich gern herstellen würde. Das gibt es so noch nicht. Da arbeite ich dran. Das würde dann zum Beispiel als Lochleiter eingesetzt werden können. Das obere rechte ist schon bekannt, das kann man auch verwenden. Genau. So, und welche Vorteile erhoffen wir uns jetzt dadurch, dass wir da jede Menge Geld, Zeit und Material in diese Forschung stecken, in Solarzellen, wir wollen die verbessern, aber was genau wollen wir verbessern? Was sind da die großen Ideen? Was habt ihr für Ideen? Worauf wollt ihr den Fokus legen, wenn ihr an der Solarzelle forscht? Effizienz. Effizienz, ganz wichtig, ja. Habe ich jetzt auch ein paar Mal schon im Vortrag gesagt, dass Effizienz wichtig ist. Preiswert?
Preiswert, auch sehr wichtig, gerade wenn man halt will, dass das dieser Weltverbrauch, den ich am Anfang gezeigt hat, geringer wird, weil solange fossile Brennstoffe halt billiger sind, wird die Industrie sich nicht gerne darum bemühen, Solarzellen zu fördern. Dann hätten wir einmal noch, dass die Herstellung umweltfreundlich ist. Ja, das ist auch sehr interessant. Das ist gerade, wenn man, es gibt einige Solarzellen, die arbeiten mit Schwermetallen. Die sind effizient gewesen, hat man aber relativ schnell aufgehört, dran zu forschen, weil man gesagt hat, okay, da müssen wir mit Schwermetallen arbeiten, die sind selten, deswegen teuer, sie sind giftig, wollen wir lieber aufgeben. Das ist zum Beispiel das, wo die organischen Solarzellen mit den organischen Absorberschichten ganz gut punkten, weil organische Moleküle natürlich immer besser handelbar sind in natürlichen Umgebungen. So, noch weitere Ideen. Ein, zwei vielleicht. Ich wurde in den Raum geworfen, Zugänglichkeit. Gut, da weiß ich jetzt nicht genau, was gemeint ist. Man könnte es so verstehen, ich nehme jetzt einfach an, dass ihr das genauso gemeint habt, dass man Solarzellen an möglichst vielen Orten einsetzen kann. Das wäre zum Beispiel das, was ich eben erwähnt habe mit den Kristall-Silizium-Solarzellen, die eben diese sperrigen, bekannten Dinger, die kann man gut auf Dächer packen, die kann man gut auf Gebäude oder einfach auf Felder stellen, aber nicht gut zum Beispiel auf Anwendungen, auf Endgeräten oder ähnlichen Einsatzgebieten. Gut, habt auf jeden Fall schon sehr viele gute Sachen gesagt. Ich habe eine kleine Tabelle. Ah, ihr habt noch mehr Ideen? Ja. Geht die drauf? Ich habe noch eins, Sicherheit. Sicherheit, ja gut, das fällt dann unter Nicht-Giftigkeit meistens, weil explodieren tun Solarzellen relativ selten. Genau, aber das ist, was ihr schon gesagt habt, Effizienz zum Beispiel, billiger, also ressourcensparender, nicht toxisch, habt ihr gesagt. Leichter fällt auch ähnlich wie dieses billigere Solarzellen, weil Transportkosten ist weniger, man muss weniger darauf achten, auf was man sie montiert, weil das Gewicht halt geringer ist. Und genau was ich vorhin gezeigt habe hier mit meinem Einstecktuch, dieses Biegsame, das versucht man auch immer viel zu schaffen. Möglichst auch knickbar, da sind wir aber noch nicht so weit, also wenn ich die knicke, ist sie kaputt. Und was auch das Endziel ist, ist druckbar, einfach, dass das in der Maschine einfach durchläuft und es nicht gegossen werden muss, sondern es einfach aufgedruckt wird. Und dann ist da eine Solarzelle drauf, dann kann man da Strom rausziehen. Das wäre halt auch gut, wenn man so großflächige Anwendungen hat. Das Problem ist, dass wir haben in der Forschung bei den Silizium-Solarzellen als Konkurrenz, ist, es ist komplexer, die herzustellen. Die Silizium-Solarzellen sind gut bekannt, sind gut erforscht. Da weiß man in der Technik, was man macht. Und sie tendieren dazu, sich eher zu zersetzen, wenn sie an Luft oder Wasser kommen, wobei man da auch große Fortschritte mittlerweile erzielt hat. Und damit wäre ich auch am Ende von meinem Solarzellenpart und würde, ach oh, nein, ja, verdammt, den Solarzellenpart habe ich, aber wie als organische Chemiker, was machen wir, um das zu erreichen? Dazu sagt später Gloria nochmal was, deswegen habe ich es jetzt schon wieder vergessen, dass ich sagen muss. Wir planen, so wie ich es eben euch in den Fragestellungen gehabt, was wollen wir, was erwarten wir von den Molekülen? Dann setzen wir uns dran, was die meiste Zeit kostet. Wie synthetisieren wir diese Moleküle? Wie kriegen wir das hin, dass sie möglichst effizient hergestellt werden, möglichst mit vollen Umsätzen und so weiter. Und dann beschäftigen wir uns auch mit Analytik, weil wir müssen ja beweisen, wir haben es hergestellt und es kann das, was wir von ihm verlangen. Und da haben wir viele Kooperationen auch mit anderen Fächern, weil wir als Chemiker können das natürlich nicht alles alleine stemmen. Ich kann als Chemiker keine Solarzelle montieren, bauen, zusammenstellen. Das sind zum Beispiel andere Bereiche, die auch in der Materialwissenschaft arbeiten, weil dieser Tag hier steht ja unter dem Überbegriff Materialien, da gibt es ja nicht nur uns Chemiker, uns gibt es auch, aber es gibt auch Leute aus der Physik, aus dem Studium, das tatsächlich auch Materialwissenschaft heißt, aus Werkstofftechnik, aus Elektrotechnik, die viel, also gerade mit uns zusammenarbeiten, weil die dann tatsächlich diese Endmontage zur fertigen Solarzelle machen. Und wir haben auch mit Mathematikern und Informatikern zu tun, weil die eben diese Vorberechnungen in der Planung uns helfen, die sagen, okay, wir haben berechnet, dieses Molekül wird gut funktionieren. Und dieser Zusammenschluss ist dann das, was wir in den Materialwissenschaften als Forschung haben. Jetzt aber, jetzt übergebe ich an Jasmin. Ja, hallo zusammen. Genau, also von Henrik habt ihr jetzt schon erfahren, wie ihr Strom erzeugen könnt, aber ihr verbraucht ihn ja auch wieder. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch ein Smartphone, Fernseher oder andere elektronische Geräte zu Hause hat. Aber habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie so ein Display überhaupt funktioniert? Genau, und da kommen wir zum Einsatz. Wir arbeiten nämlich an sogenannten organischen Leuchtdioden. Das ist eine neue Technologie, die eben immer mehr im Kommen ist, auch für Fernseher und Displays. Und das funktioniert ähnlich wie bei
den Solarzellen, wie Henrik es erklärt hat. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt ein Glassubstrat, auf dem ihr mehrere Schichten aufgetragen habt. Also zum Beispiel eine Anode und weitere organische Schichten und wieder eine Kathode. Und sobald ihr einen elektrischen Strom anlegt, werden eben Ladungsträger injiziert in diese Materialien. Das heißt, an der Anode, da findet eine Oxidation statt, das heißt, Kationen werden injiziert. Und an der Kathode, da findet eine Reduktion statt, also negative Ladungen werden in das Material eingebracht. Und diese Ladungen, die bewegen sich immer weiter innerhalb der Materialien. Und sobald die sich eben weiter annähern, und dann befinden sie sich irgendwann in der Emitterschicht. Und dabei rekombinieren sie und es wird energiefrei. Und diese Energie nutzen die sogenannten Emitter, also Farbstoffmoleküle, dafür, dass sie selbst dann eben Licht freisetzen können. Und euer Display könnt ihr euch jetzt so vorstellen. Ihr habt rote, grüne und blaue Pixel. Je nachdem, was für ein Material eben in dieser mittleren Schicht angebracht ist, könnt ihr die unterschiedlichen Lichtfarben erzeugen. Die Frage ist natürlich jetzt für euch, wie lange hält euer Smartphone bzw. wie lange könnt ihr euer Smartphone benutzen, bevor irgendwelche Bildfehler auftreten? Also was schätzt ihr, wie lange ist so eine Lebensdauer durchschnittlich von einem OLED? 5 Jahre. Mhm. Noch 7,5 haben wir noch. Oh ja. Und jemand von uns sagt noch 10. Ja, das ist schon mal ganz gut geschätzt. Also tatsächlich ist es so, dass 2013 war noch eine Lebensdauer von 36.000 Stunden möglich. Also wenn man das umrechnet, wenn ihr 10 Stunden lang euer Smartphone benutzt, jeden Tag, dann sind es ca. 10 Jahre. Und seit 2016 sind auch Lebensdauern von bis zu 100.000 Stunden möglich, also schon 27 Jahre, wenn ihr das jeden Tag 10 Stunden lang benutzt. Also ihr seht, die Entwicklung ist relativ schnell und diese Materialien sind eben sehr beliebt und sind immer mehr im Kommen. Und der Grund dafür ist auch, dass sie eben viele Vorteile bieten gegenüber anderen Methoden. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie auch eben dünn produzierbar sind, ähnlich wie bei den Solarzellen, und relativ flexibel. Es gibt sogar schon Smartphones, die ihr falten könnt, eben auch darauf basierend. Dann nutzt ihr eben keine Glasplatten, auf denen die Materialien aufgetragen sind, sondern beispielsweise irgendwelche Polymerschichten. Außerdem sind es auch große Flächenstrahler, das heißt, ihr habt nicht einfache Lichtpunkte, sondern ihr habt große Flächen, die ihr, mit der ihr Licht erzeugen könnt, und einen hohen Kontrast. Sie sind außerdem energieeffizient und ja eben auch wie bei den Solarzellen, das Ziel ist es, sie auch druckbar zu machen. Nachteile sind bisher, dass sie noch relativ kostenintensiv in der Herstellung sind. Das wird sich aber auch mit der Zeit regeln. Also die werden mit Sicherheit in der Zeit, über die Zeit günstiger werden. Und die Lebensdauer zum Beispiel von blauen OLEDs ist auch noch deutlich geringer als von roten oder grünen. Außerdem können sie auch relativ empfindlich sein. Das sind zwar Nachteile, aber die Industrie arbeitet weiterhin intensiv an der Forschung an solchen OLEDs, weil sie einfach so viele Vorteile bieten. Genau. Aber jetzt haben wir euch so einen kleinen Einblick gegeben, was die Vor- und Nachteile von solchen OLEDs sind und der theoretische Hintergrund. Aber ihr habt natürlich überhaupt keine Ahnung, was wir jetzt tatsächlich im Labor machen. Und da kommt Gloria ins Spiel. Die wird euch da nämlich jetzt genauere Infos zu geben. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich erzähle euch so ein bisschen was macht man denn wirklich als Chemiker, Chemikerin im Labor? Also was versteht man darunter? Und da würde ich gerne erstmal ein bisschen einsteigen und euch zeigen, was so der Prozess ist vom Forschen an sich und wie das bei uns so abläuft. Also mittlerweile fängt unsere Forschung eigentlich oftmals mit dem theoretischen Berechnen an. Henrik hatte ja vorhin auch schon ein bisschen was darüber erzählt, aber im Endeffekt ist es so, dass es WissenschaftlerInnen gibt, die gerne modellieren und berechnen, welche Moleküleigenschaften eine bestimmte Molekülstruktur aufweist. Und damit beginnt eigentlich alles. Das heißt, die theoretischen Berechnungen stehen am Anfang. Was darauf folgt, ist eine intensive Literaturrecherche. Das heißt, man schaut sich an, was haben andere WissenschaftlerInnen schon auf diesem Bereich gemacht oder was haben die schon erforscht und zu welchen Resultaten und Ergebnissen sind sie gekommen. Was danach passiert ist, dass man einen Materialien- oder einen Molekülpool hat, mit dem man Vergleiche ziehen kann, aus dem man Ideen schöpfen kann. Und da kommen wir dann ins Spiel. Nach der Literaturrecherche und den theoretischen Berechnungen sind wir als organische ChemikerInnen
sozusagen diejenigen, die Architekten und Köche gleichzeitig sind. Also, was meine ich damit? Wir sitzen am Schreibtisch und designen Molekülstrukturen. Das heißt, wir schauen uns an, okay, was gibt's, was könnte man verbessern und wie könnte das Ganze passieren und wie schaut dieses Molekül dann aus? Nachdem wir dann geplant haben, wie das aussehen soll, gehen wir dann weiter und versuchen, dieses Molekül zu kochen, also zu synthetisieren, herzustellen. Das ist dann der nächste Schritt, auch was ihr dann hier auch als Molekülsynthese sehen könnt. Und nach der Molekülsynthese erfolgt dann, wie Henrik bereits vorhin erklärt hatte, die Charakterisierung dieser Materialien. Wir arbeiten ja wissenschaftlich, das heißt, wir wollen auch beweisen, dass wir diese Molekülstrukturen wirklich hergestellt haben. Und dafür ist dann die Charakterisierung ein essentielles Element. Nachdem wir dann hergestellt haben, was wir wollen und auch bewiesen haben, dass es auch so hergestellt wurde, geht es weiter mit dem Bau von den OLEDs. Und diese OLED-Baugeschichten, die ist auch super interessant und sehr, sehr wichtig, weil dadurch erst wirklich das Endprodukt dann optimiert wird. Und dann schaut man sich an, welche Eigenschaften weist diese OLED auf. Also inwiefern ist sie effizient, inwiefern ist sie leistungsstark, was spielt da noch für eine Rolle, welche Farben kann man damit ausstrahlen und so weiter und so fort. Und das sind dann auch wieder Fragen, die MaterialwissenschaftlerInnen beschäftigen. So, nachdem ich euch jetzt hier diesen Prozess gezeigt habe, wollte ich erstmal fragen, habt ihr zu dieser Folie bzw. zu diesem Part noch eine Frage generell? Wie lange dauert dieser Prozess? Okay. Vielen lieben Dank für diese Frage. Das ist eine sehr interessante Frage und eine wichtige Frage. Das hängt immer davon ab, was für eine Synthese man gerade macht. Also es lässt sich generell nicht so wirklich sagen, wie lange sowas dauern kann. Das kann alles sein von einem Monat bis zu einem Jahr, mehrere Doktorandengenerationen. Das wären dann schon sehr, sehr viele Jahre. Das hängt immer davon ab, was für Materialien man gerade untersucht und wie gut dieser Prozess oder wie schnell dieser Prozess funktioniert, aufgrund von wie erfolgreich ist eine bestimmte Synthese. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Nee, vielen Dank. Alles klar. Gut, dann habe ich noch eine Folie mitgebracht. Ein Blick ins Labor. Wie schaut es bei uns aus? Also hier auf der linken Seite seht ihr eine Waage. Das ist super wichtig, denn so fängt jede Synthese bei uns an. Das heißt, in der Mitte oben seht ihr so eine ganz schematische Darstellung von, wie sowas abläuft. Also wir haben verschiedene Zutaten, wenn wir jetzt wieder auf das Kochen zurückkommen. Und die geben wir dann in ein Reaktionsgefäß mit einem Lösungsmittel. Das heißt, es ist wie, wenn man eine Suppe kocht, dann schmeißt man ja auch irgendwie Gemüse rein, Gemüsebrühe und was da sonst noch so dazu gehört. Und so müsst ihr euch das eigentlich auch vorstellen, wenn man im Syntheselabor Chemie macht, dann nimmt man sich verschiedene Chemikalien und versucht dann damit eine bestimmte Synthese zu realisieren. Genau. Und eine Synthese endet dann hoffentlich meistens in einer erfolgreichen Darstellung eines Endprodukts, wie zum Beispiel dieser Molekülstruktur in der Mitte. Und auf der rechten Seite seht ihr dann das, womit dann eine erfolgreiche Molekülsynthese endet, nämlich mit einem Produkt. In unserem Falle sind wir natürlich sehr interessiert an fluoreszenten Molekülen für OLEDs oder auch Solarzellen. Und genau, das ist so das, was wir alltäglich in unserem Labor so sehen. Und damit würde ich sagen, habe ich von meiner Seite euch den Einblick gegeben, den ich geben wollte. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr jetzt gerne losschießen und ich würde mir den Henrik und die Jasmin noch mal ins Bild holen. Und genau, vielen Dank erstmal bis jetzt für eure Aufmerksamkeit. Genau, wir stellen uns mal hier alle dazu. Ich hoffe, ihr versteht uns noch, weil wir jetzt auch die Masken anziehen, wenn wir jetzt so nah beieinander stehen. Habt ihr denn noch Fragen? Gerne auch Fragen generell zum Alltag eines Chemikers, einer Chemikerin. Da höre ich auf jeden Fall schon Fragen im Hintergrund, aber noch nicht ganz bei uns. Oh ja, genau, kommt einfach direkt nach vorne mit euren Fragen. Ich hätte eine Frage wegen dem Auto, wenn man das aufs Dach packen würde, inwieweit Energie man da generieren könnte, also Fahrt auf Elektroautos bezogen oder so. Ja gut, das kommt dann natürlich darauf an, was man da für eine Solarzelle drauf macht. Also wie gesagt, momentan
wäre die Fläche, die da drauf ist und die Energie, die benötigt wird, um so ein Auto anzutreiben, natürlich viel zu gering, um da wirklich einen Unterschied zu machen. Und das Gewicht von diesen Kristall-Siliziumzellen ist auch zu hoch. Aber das ist eben diese Hoffnung, die wir haben, wenn wir das in diese Forschung reinstecken, gerade mit den dünnen, mit den organischen, dass man zum Beispiel niemals die Batterie jetzt aufladen muss, die Starterbatterie oder so, weil das eben durch die Solarzellen zumindest gedeckt ist. Und je effizienter die werden, desto mehr kann man natürlich auch damit anfangen. Habt ihr noch weitere Fragen? Was mich tatsächlich mal interessieren würde, liebe Schulklasse, hat denn einer von euch oder wer von euch hat denn die Idee, vielleicht später mal Chemie zu studieren? Gibt's da wen? Einfach vielleicht mal Handzeichen? Ja, noch nicht ganz so viele. Also wir müssen noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Bei uns gibt es da, glaube ich, keinen. Nein, noch nicht. Wir arbeiten ja dran, deswegen sind wir hier. Ja, der einzige Chemie-LKler ist heute nicht da. Ah ja. Ja gut, ja, vielleicht gibt es ja bei euch einen, der in die anderen Materialwissenschaften, die ich vorhin in meiner Grafik zum Beispiel auch hatte, einsteigen will. Vielleicht jemand Physik, vielleicht jemand Informatik, irgendein Ingenieursfach. Könnt ihr uns vielleicht mal noch ein bisschen was über das Studium? Ihr habt ja jetzt auch alle zum Teil oder beziehungsweise alle im Master dann am KIT studiert. Könnt ihr uns ein bisschen was darüber erzählen, was euch besonders gut vielleicht auch hier gefallen hat oder ob ihr es empfehlen würdet? Also empfehlen würde ich schon sagen, ja. Also beim Chemiestudium muss man halt immer sagen, es ist ziemlich divers, was man macht. Das ist gut. Also man hat theoretische Sachen, man hat mathematische Sachen. Man hat aber auch praktische Sachen, wenn man ein Laborpraktikum hat und da eben Versuche durchführen muss. Das heißt, wenn man zwei linke Hände hat, dann ist das vielleicht nicht die richtige Wahl. Das kann aber auch anstrengend sein, wenn man halt zum Beispiel in einem von diesen Fächern schwach ist. Dann muss man sich da halt eventuell ein paar Semester ziemlich quälen. Aber ich finde, es lohnt sich am Ende, vor allem, weil man in späteren Semestern sich auch immer weiter spezialisieren kann und dann eben zum Beispiel sagen kann, hier die organische Synthese, die finden wir deutlich besser als die physikalisch-chemische Vorberechnung, und dann spezialisiert man sich eben. Und da muss man auf jeden Fall Spaß mitbringen und dann würde ich sagen, kann man das gut studieren. Und am KIT auch. Da es, wie gesagt, Elite-Uni ist, man hat hier einen großen Chemiefachbereich, das ist eigentlich alles ganz gut aufgestellt. Gloria, du hast ja auch an verschiedenen Unis studiert. Was hat dir hier denn am besten gefallen oder besonders gut gefallen? Also studiert habe ich selber in München. Das heißt, auch mein Master. Deswegen kann ich über das KIT jetzt nicht so viel sagen. Aber am KIT ist natürlich super, dass, also wie an jeder Uni, gibt es einfach überall verschiedene Research Groups. Ja? Also verschiedene Forschungsgruppen, die sich auf spezielle Fachgebiete spezialisieren. Und da kann man sich dann auch aussuchen, wo man denn gerne arbeiten würde und auf welcher Thematik. Und genau, so bin ich ans KIT gekommen, unter anderem. Wie siehst du das, Jasmin? Also ich finde, das Schöne am Chemiestudium ist vor allem, dass man viel mit seinen Kommilitonen machen kann. Also wir haben eben viele praktische Arbeiten, auch im Labor. Und dadurch kennt man auch all seine Kommilitonen und kann sich mit denen austauschen. Das ist nicht in jedem Studiengang selbstverständlich. Das ist das Schöne dran. Ja. Das stimmt definitiv. Ja, vielen Dank für eure Einblicke. Wie sieht es bei euch aus in Landau? Habt ihr noch Fragen, die wir euch hier mit der geballten Kompetenz zu meiner Linken beantworten können? Kann man auf dem KIT dual studieren? Oh, das ist eine gute Frage. Wisst ihr das? Ich glaube nicht. Ich glaube, die meisten Firmen haben sich spezielle Fachhochschulen ausgesucht oder auch duale Hochschulen. Kann sein, dass es einzelne Studiengänge gibt, aber wenn, dann sind es nicht viele. Also ich kenne niemanden. Ich habe gerade mal nach drüben gelinst, weil wir haben da ein paar Experten, auch Expertinnen sitzen. Sie meinten gerade, dass es nicht möglich ist, leider. Genau, also nur mit dem Unternehmen, aber nicht für die Uni. Genau. Aber zu allen Studienmöglichkeiten etc., da könnt ihr gerne mal auf der Website des KIT auch vorbeischauen. Es gibt extrem viele Studiengänge. Ich war total überrascht, weil ich dachte, okay, technische Universität, hauptsächlich Technik, aber es gibt alles Mögliche. Genau, Karlsruhe, natürlich auch super coole Stadt. Jetzt gerade bei den Temperaturen kann man super viel machen in der Stadt. Definitiv empfehlenswert. Habt ihr noch andere Fragen? Zum Studium generell, zum KIT, zur Chemie. Keine Fragen mehr? Kann man Medizin studieren?
Kann man Medizin studieren? Da muss ich jetzt mal wieder an die Expertinnen abgeben. Nee, das gibt es tatsächlich leider nicht. Das ist etwas, was es hier nicht gibt. Aber da gibt es ja auch bei euch, also gibt es ja in der Nähe Mannheim ja auf jeden Fall, Heidelberg. Genau. Aber das geht hier leider nicht. Gut, sonst noch Fragen? Sonst haben wir keine Fragen mehr. Super. Dann ganz, ganz arg danke an euch fürs Mitmachen. Hat total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, konntet mal einen Einblick erlangen, wie es so ist an der Universität, hier von unseren Doktoranden, auch was die so erleben in ihrem täglichen Leben. Ich wünsche euch jetzt noch ganz, ganz viel Spaß bei eurem Biologieunterricht. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch weitermachen müsst. Ich drücke die Daumen, dass es nicht mehr so lang geht. Aber vielen Dank, dass ihr dabei wart.